Aufgrund meiner doch sehr überragenden spielerischen Fähigkeiten in diesem Spiel Call of Duty Advanced Warfare werde ich jetzt einen sogenannten OP-Guide für euch erstellen. Sagt mir jetzt nicht, dass es geklaut ist oder so. Ich weiß, dass ich nicht der erste Mensch bin, der sowas macht. Und ich weiß auch, dass ich der erste Mensch bin, der sowas nicht ernst meint. Aber natürlich werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr in dem Spiel besser werden könnt. Ich bin natürlich als MLG Competitive Spieler bekannt. Bin aber auch bekannt geworden durch meine zahlreichen Penta-DNAs im Public-Bereich. Deshalb sollte ich da doch euch was beibringen können. Also, zuerst. Natürlich, die A ist meins. Was habe ich gemacht? Nein. Egal. Magnitude, also wenn ihr habt, am besten die Magnitude mit, obwohl ganz ehrlich, ne, ich bin die Normale. Wir sind richtige Männer. So, nehmen wir erstmal eine richtig geile Tarnung drauf, wenn ihr habt, die Magma-Tarnung. So, dann die Aufsätze, das Wichtigste. Ganz wichtig, holt euch natürlich den Target Enhancer. Ganz wichtig, super wichtig, wirklich, echt, den braucht man. Das ist, damit rasiert ihr die Gegner weg, schön sahnig in die Fresse kriegen die damit die Kugeln. So, dann, nächster Aufsatz, natürlich den Tracker. Warum? Ganz klar, zur Sicherheit, dann seht ihr die Gegner besser. So braucht man. Natürlich. Und zu guter Letzt das Rapid Fire, damit ihr schön durchsprayen könnt. Ja, so muss es sein. Für die Sniper unter euch, wenn ihr schön alle Clips hitten wollt, immer schön das Iron Sight mitnehmen. Und natürlich auch hier wieder den Tracker. Wichtige Sachen braucht man auf jeden Fall. Jetzt werden wir in ein Spiel gehen und ich werde euch zeigen, wie gut es funktioniert. So, wir joinen nach. Biolab, Uplink. Hab hier den Moshpit-Modus gesucht. Sollte aber an sich kein Problem sein, die Gegner jetzt hier schön wegzurasieren. Ich fasse hier gerade übrigens Salzbrezeln, falls das jemand interessiert. Super, keine Schleichwerbung. So. Hier, mit Klasse. Erstmal natürlich Sensio runter. Ganz wichtig, auf 1. Damit habt ihr das Aim. Weißt ihr, das Aim. Guckt, zack, den ersten weg. Zack, den. Oh, das war nicht die richtige Klasse, fällt mir gerade auf. Klar, dass wir da gerade gestorben sind. Hier ist die richtige Klasse. Ja, hier. Hat er uns nicht gesehen. Guckt, seht ihr, wie man verzieht? Das ist alles Plan. Weißt ihr, das ist alles Teil des Plans. Das ist wegen der Sicherheit, Jungs. Ihr braucht natürlich mehr Kugeln. Ist ganz wichtig, deswegen ist Rapid Fire sehr wichtig hier. Ja, dass ich den gerade auch nicht bekomme, weiß ich gerade nicht, ganz ehrlich. Ist bestimmt am Hacken, der Typ. Ja, und ist auch ein sehr guter Spawn. Ja. Kann man auf jeden Fall lassen, den Spawn. Ja, den auch. Spawn-System ist gut in dem Spiel. Natürlich war der hinter uns, haben wir natürlich gesehen. Der ist natürlich über uns. Haben wir dank dem Target Enchancer oder wie das Ding heißt gesehen. Ja, da sind wir gerade leider aufgrund unserer niedrigen Sensi gestorben. Aber das ist alles, muss so sein, das muss so sein. Hier kommt, zack, weggeamt, der Pisser. Komm, hier, keine Chance. Ja, kommt da von hinten. Das haben wir gerne, ne? Hier, zack, den Nick. Ach, komm, der hackt doch. Der hat an. Hier, natürlich können wir mit dem Rapid Fire auch gut wegaimen. Also, wir haben halt wirklich das Aim. Die nötige Prezi. Mit wegen der Sensi halt auch. Die Sensi auf 1. Nur mal eine Info, warum jetzt ein paar Tage wieder keine Videos kamen. Ich war krank 3 Tage. Krank lässt sich nicht so gut Videos machen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Aber, ja, ist auf jeden Fall nicht so gut. Die Lobby scheint nicht zu laggen. Wir haben jetzt hier die Sniper ausgepackt. Da kann man mal die Sensi ruhig auf 7 hochdrehen. Sollte auf jeden Fall jetzt drin sein. So. Die haben halt Angst, die Gegner. Die haben Angst vor euch. Die wissen, dass ihr diese Klasse spielt hier. Mit dem Iron Sight. Und damit werdet ihr gefährlich für sie, wisst ihr? Guck hier, pam, die Gegner haben keine Chance. Ja, und dass er dann da hinten. Ja, der hat das Spiel verstanden, Big Brain. Von euch sind Sachen, dürft ihr euch aber nicht abschütteln lassen. Ihr müsst hier weiter auf eure Klasse vertrauen. Zack, bam, guck. Gegner haben keine Chance. Weggesahnt werden sie hier. Das ist halt wirklich OP-Klassen hier. Guck, bam. Keine Chance. Will mich natürlich jetzt outplayen. Will von der Seite kommen. Aber der kassiert. Und wie er kassiert. Oh, kassieren sie beide. Haben sie keine Chance. Der hat ein Schild. Egal, kein Problem. Outplayen wir locker. Will sich ja unsichtbar machen, der Dude. Kriegt er aber nicht hin. Ja, es ist zu einfach mit der Klasse. Jungs, ne, ist wirklich hier wirklich ein guter Tipp mal wieder. Ganz klar, dass sie dann irgendwann sich bedroht fühlen. Hier, Decke, ey, ist mal eine schöne Klitschko-Klatsche gegeben. Pam, Butz, richtig in die Fresse. Schön weggeschnatzelt hier.
Ja, den nächsten. Oh, da kriegen wir einen Hitmarker in die Schulter. Ja, das ist üblich. Ja, den wollen wir jetzt richtig umboxen mit unserem 48er Bizeps erstmal. Wo ist denn da hin? Ist weggelaufen. Klar, hat Angst. Verständlich. Hier, zack. Ach komm, der Hector, der hat an. Ihr kriegt jetzt auch mehr Glück in Supply Drops. Das werde ich euch jetzt hier direkt präsentieren. Hier, guckt. Hier, ne, die Atlas Contractor Boots. Die sind sehr, sehr wichtig. Die sind gut für euer Movement, wisst ihr. Die braucht ihr auf jeden Fall. Also immer schön Supply Drops öffnen, bis ihr die Contractor Boots. Wenn jemand zum ersten Mal ein Video von mir sieht und das Video sieht, wird er sowas von denken, ich bin behindert. Aber naja. Bin ich auch.